begrüße Sie ganz herzlich zur Berliner Stiftungswoche, zur Stiftungsrede online. Wie gerne würde ich jetzt in Ihre Gesichter gucken und sehen können, wie divers das Publikum der diesjährigen Stiftungsrede ist. Das muss ich mir an dieser Stelle einfach vorstellen. Wir sind ganz froh, dass wir Ihnen dennoch heute die Stiftungsrede dahin bringen können, wo Sie sich gerade befinden, im Büro, zu Hause, in Ihren Instituten. Und glauben Sie mir, ich bin heute ganz, ganz besonders froh, hier zu sein. Mein Name ist Julika Schmitz. Ich habe heute die Ehre, die Stiftungsrede zu moderieren. Und das freut mich ganz besonders, weil wenn man wie ich in Bremen groß geworden ist und eine Liebe zum Meer hat und vielleicht auch noch so ein bisschen Forscherinnengeist in sich hat, dann wollte man auf die Polarstern. Einige von Ihnen haben jetzt sofort das Bild von diesem großen Forschungsschiff vor sich. Für die anderen gucken Sie sich das an, das lohnt sich. Heute begrüßen wir eine Frau, die nicht nur, ich würde fast sagen, auf der Polarstern zu Hause ist, sondern insgesamt mehr als 50 Expeditionen gemacht hat. Frau Professor Dr. Antje Boetius ist Meeresbiologin, sie ist Tiefseeforscherin. Sie ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung. Und ja, was soll ich sagen, Frau Professor Boetius? Wie gesagt, ich freue mich heute ganz besonders, dass Sie bei uns sind und mit uns die Stiftungsfrage für dieses Jahr, eine Frage des Klimas, erörtern. Es ist natürlich klar und liegt auf der Hand, dass wir uns heute die Umweltdimension dieser Frage angucken werden. Und wie wahrscheinlich einige von unseren Zuhörenden wissen, gehören Sie zu den führendsten Naturwissenschaftlerinnen Deutschlands. Sie sind nicht nur Meeresexpertin, sondern auch Klimaexpertin, beraten die Bundesregierung und Ihre Publikationen sind wirklich tausendfach zitiert. Ich habe jetzt schon einen Haufen Fragen, muss mich aber noch zurückhalten, weiß aber, dass Sie gerade von einem ganz spannenden Termin kommen. Woher kommen Sie gerade? Wie geht's Ihnen? Willkommen! Gerade geht es mir gut, weil der Frühling ist hier und das gibt einfach immer ein gutes Gefühl, wenn man dann draußen ist. Ich komme aus Weimar und habe dort die Gelegenheit gehabt, auch in einer digitalen Podiumsdiskussion mit einer Serie von Konzeptideen, Ausstellungen, Begehungen von Parks zu eröffnen, die in Weimar die Stiftung macht, die mit der großen Frage, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Mensch und Natur? Also ein ähnliches Thema, wie wir heute, wie Sie sich alle damit beschäftigen müssen. Wir alle müssen uns damit beschäftigen. Klima ist ein großer Anteil von der Frage unserer Beziehung Mensch und Natur. Aber das Besondere ist, wenn man sich da tief eindenkt und wenn man auch versucht, das, was man lieb hat, wiederzufinden, wie in Parks oder in klassischen Gebäuden oder die Gedanken der Menschen, das alles haben wir da in Weimar diskutiert, dann kann man etwas besser verstehen, wo wir sind und wo wir hin müssen. Ja, Sie merken es schon, wir haben mit Frau Professor Boetius nicht nur eine Naturwissenschaftlerin vor uns, die Expeditionen macht, publiziert und an der Universität Bremen Professorin ist, sondern auch eine gnadenlose Kommunikatorin. Und ich glaube, darum geht es auch in dieser Berliner Stiftungswoche, nämlich die Brücken zu schlagen. Und ja, ich bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Wir werden jetzt ungefähr 20 Minuten einen Vortrag von Ihnen hören. Liebe Zuschauende, nutzen Sie die Gelegenheit, nutzen Sie den Chat, nutzen Sie das Q&A-Modul und tippen Sie jetzt schon mal während des Vortrags von Frau Professor Boetius Ihre Fragen in den Chat. Die kann ich dann gleich nämlich hier im Anschluss stellen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich begrüße Sie erstmal, die Sie zugeschaltet sind. Auch mir tut es natürlich leid, dass wir uns nicht in Person begegnen. Ich habe mir viel von der Begegnung mit Ihnen als Stifterinnen und Stifter versprochen, von Ihren Handlungen, von Ihren Aktivitäten Gutes zu tun und Wege in die Zukunft zu schlagen. Jetzt würde ich Sie gerne abholen bei der großen Frage des Klimas mit einem Blick in die Welt, auf die Welt. Unsere Erde, der einzige Planet, den wir kennen, der Leben hat. Wir suchen kräftig anderswo, wie auf dem Mars zum Beispiel, nach anderen Formen von Leben. Aber hier auf unserem Planeten haben wir noch nicht einmal 10% alles Lebens erkundet. Wir stehen also bei unserem Planeten Erde vor einem Rätsel. Wir Menschen sind uns manchmal ein großes Rätsel. Aber jetzt würde ich Sie gerne erstmal abholen von da, wo Sie gerade sind,
und sie auf eine kleine Reise schicken, einen Blick einzunehmen der Polarforscherinnen zum Beispiel, der Meeresforscherinnen, die da draußen sind, ganz weit weg von dem, wo wir Menschen leben, zum Beispiel am Nordpol, auf einer großen Mission, nämlich zu verstehen, Erde, wie geht's dir? Film ab, bitte. Ich hoffe, dieser ganz kleine Moment hat Ihnen geholfen, sich jetzt zu konzentrieren und sich vorzustellen, wir alle sind Augenzeugen eines nie dagewesenen Wandels des Planeten Erde. Und was für eine Perspektive wir auch einnehmen, meine Perspektive zum Beispiel einer Erforscherin des Lebens im Meer unter dem Eis der Arktis, das Sie hier abgebildet sehen auf der rechten Seite, ist eben der Blick, da draußen zu sein, vielleicht alle paar Jahre wiederzukommen und festzustellen, dass der Klimawandel ein ganzes Ökosystem verändert. Ein Ökosystem, wo eigentlich wenig Menschen leben. Der Nordpol ist ein Teil eines Ozeans. Der Nordpol ist ein Ort, wo etwas dünnes Meereis auf der Tiefsee drauf liegt und fremdartige Lebewesen nur wenig Zeit haben pro Jahr in der Sonne, die Sonne zu nehmen, pflanzliche produzieren, Algen, Fische, Wale kommen dorthin. Es ist ein Lebensraum, in dem wir Menschen nicht sind. Und dennoch ist es so, dass dieser Lebensraum sich sogar schneller als andere Lebensräume verändert, im Wesentlichen durch den Klimawandel. Wir haben als Wissenschaftler, ob wir Naturwissenschaftler sind oder andere Wissenschaftler, eine ganze Reihe von Anzeichen, dass der Klimawandel schon längst da ist, dass sich alles verändert. Auch das gesellschaftliche Klima aufgrund der Klimawandelveränderung. Auf der linken Seite sehen Sie ein Datenprodukt, etwas, was ein Satellit misst. Der misst ganz einfach die Bedeckung des arktischen Meereises und spuckt Daten aus. Sie sehen auf der X-Achse die Jahreszahlen. Wir reisen von 1980 bis 2020, also heute, oder ein Jahr ist es schon her. Und auf der linken Achse sehen Sie einfach die Fläche, die noch im arktischen Ozean von Meereis bedeckt ist. Und Sie können erkennen, da ist eine Trendanalyse gemacht, es wird durch die Daten ein Strich gezogen und Sie sehen, es nimmt einfach nur ab. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, nimmt es stärker ab, das Meereis. Die Vorhersagen sind, wenn wir die Trendanalyse fortsetzen, wenn wir als Menschen uns also weiter so verhalten, wie wir uns jetzt verhalten, weiter so emittieren, wie wir jetzt emittieren, dann wird es so sein, dass 2030, also in unserer Lebenszeit, einmal ein arktischer Sommer kommt, wo kein Meereis mehr da ist. Mit den Konsequenzen für alles Leben, was vom Meereis abhängt, was auf dem Meereis lebt. Eisbär, Robbe, aber auch die vielen Algen, die vielen kleinen Lebewesen, die wir kaum sehen, die wir noch nicht gezählt haben. Und das ist nur ein einziger Indikator. Nächste Folie bitte. Und alles, was wir da beobachten, was wir Klimawandel nennen, vermessen wir vor allen Dingen durch einen Indikator, und das ist die globale Temperatur der Erde.
Es gab lange Zeit Verwirrung, was Wissenschaftler eigentlich damit meinen, wenn sie sagen, die Erde darf sich nicht mehr als 2 Grad erwärmen. Weil wir Menschen, wir genießen ja, wie ich gerade sagte, ich komme vom Spaziergang, es ist Frühling, die Luft ist warm, die Bäume blühen und die Menschen haben ein Lachen auf den Lippen und man fühlt sich so gut, dieses bisschen Wärme, das der Frühling bringt. Was also ist so schlecht an 2 Grad Erderwärmung? Weil es eine globale Durchschnittstemperatur ist. Weil diese Durchschnittstemperatur für uns ein wichtiges Hilfsmittel ist, die Veränderung der Erde zu beschreiben, weil sie aber nicht unbedingt ihnen verrät, und daher gibt es oft Verwirrung, wie diese globale Durchschnittstemperatur in den Extremen sich verhält und unser Leben verändert. Sie sehen auf dieser Darstellung wieder auf der X-Achse eine Zeitreise, diesmal von 1880, also mitten in der industriellen Revolution, bis heute. Und Sie sehen auf der Nullachse eine Temperatur, wo man sagen kann, das ist so die Temperatur, in der die menschliche Zivilisation überhaupt entstanden ist, unser Leben heute. Und Sie sehen, dass noch vor 1950 es eher kälter war und ungefähr seit 1950 ist immer wärmer und wärmer geworden. Es im Durchschnitt sind alle 5 Jahre ist es wärmer geworden. Und gerade die letzten 3 Jahre sind erstaunlich warm geworden, wärmer als wir vorhergesagt haben. Und das zu verstehen, dass also in unserer Lebenszeit seit den 50er, 60er Jahren die Erde im Durchschnitt 1 Grad erwärmt wurde, rein durch unsere menschlichen CO2-Emissionen, durch Landnutzung, die auch noch Methan, ein aggressives Treibhausgas, dazugegeben hat, das meinen wir, wenn wir von globaler Erwärmung sprechen. Und diese Messung einer immer wärmer werdenden Erde, und ich habe ehrlich gesagt noch niemand getroffen, der sagt, wir Menschen können nicht Temperatur messen, es ist einfach Fakt, dass die Erde wärmer wird, hat Konsequenzen, die wir uns einmal anschauen müssen. Bitte nochmal klicken. Ich habe schon gesagt, es werden wir sein, es ist unsere Generation, die zum ersten Mal erleben wird, dass die Arktis im Sommer eisfrei sein wird. Und da ist noch viel mehr. Was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da draußen sehen, was sie beschreiben, ist, eine Veränderung zum Beispiel aller Korallenriffe in den Meeren, schon über die Hälfte, ist ausgebleicht durch die sehr warmen Jahre in den letzten Jahren, die auch den Ozean erwärmen. Bis 2100 können wir vorhersagen, wenn wir so weitermachen, werden wir wahrscheinlich alle Korallenriffe, alle großen Korallenriffe der Bleiche ausgesetzt haben. Fast jede 8. Tier- und Pflanzenart vom Aussterben bedroht, und das ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch viele andere unangenehme Weisen, wie wir Menschen mit der Natur umgehen. Verschmutzung, Vermüllung, Vergiftung kommen auch dazu. Waldbrände nehmen zu aufgrund steigender Temperaturen und Dürren. Wir sehen 1 Meter Meeresspiegelanstieg voraus. 1 Meter Meeresspiegelanstieg bedeutet, dass 10% aller Menschen, fast 1 Milliarde bis 2100, die in der Nähe des Meeres wohnen, 1 Milliarde Menschen, die in nur 100 Meter Abstand zum Meer wohnen und wahrscheinlich keinen Deich dazwischen haben, dort nicht mehr leben können. Extremwetter nehmen zu, das spüren wir jetzt schon, und der Hunger nimmt wieder zu, auch wenn wir so gekämpft haben, seit den 70er Jahren hier voranzukommen. Diese Konsequenzen, diese Listen könnte man fortsetzen, und viele der Konsequenzen sind schon da. Nächste Folie bitte. Was macht also die Wissenschaft? Wir arbeiten daran, dass wir nicht nur einzelne anekdotische Beobachtungen für Sie haben, dass nicht nur einzelne polaren Meeresforscherinnen vor Sie treten und sagen, schauen Sie sich das mal an, so sieht unsere Expedition aus, das ist das, was ich sehe. Das ist auch wichtig. Aber was wir tun, ist, Zehntausende von Datensätzen zusammenfügen. Tausende von Experten schreiben und fügen all diese Daten und Beobachtungen zusammen und machen einen Zustandsbericht oder Zustandsberichte, die immer wieder herausgegeben werden. Hier sehen Sie nur mal ein paar Beispiele. Das alles kann man lesen, das alles kann man sehen. Zuletzt ist es sogar so, dass wir durch unser Verständnis, dass wir an Land doch genau messen können, wie viel Wasser haben wir noch am Boden, wie geht es den Äckern, wie geht es den Wäldern, das ist die große Karte, die Sie im Hintergrund sehen, können wir die Zunahme von Dürren an Land vermessen. Und Sie sehen, fast alle Regionen sind eingefärbt, bedeutet, werden dürrer, haben weniger Wasser, den Pflanzen geht es schlechter. Unten sehen Sie etwas ganz Neues. Google Earth hat mit Erdsystembeobachtung so gearbeitet, dass wir Menschen ganz einfach auf unserem Handy nachgucken können, ja, wie war denn der See, den ich mag, 84 und heute? Wie war denn der Gletscher, wo ich neulich mal im Urlaub war? Oder wie hat sich der Wald verändert, der Regenwald? Wie hat sich mein Zuhause verändert? Wie hat sich die ganze Welt verändert? Direkte Beobachtung, ungefiltert, auf unserem Handy zeigen uns diesen Zustand. Und dennoch
sprechen einige davon, dass der Klimawandel in ferner Zukunft liegt und dass er auch teuer zu bewältigen wäre und dass es doch erstmal um uns und unsere Arbeitsplätze gehen muss und eigentlich es viele andere Prioritäten gibt. Diese Menschen werden aber immer weniger. Nächste Folie bitte. Auch Deutschland ist enorm betroffen. Auch unser Klima in allen Bereichen ist betroffen. Auch der Zustand des Waldes, des Lebens, unser Leben in den Städten. Hier sehen Sie nochmal den Erwärmungstrend in Deutschland. Er ist sogar stärker als der weltweite Erwärmungstrend. Auch hier seit den 80er Jahren diese enorme Zunahme. Wir sind bei einer Zunahme von schon 1,6 Grad bei uns. Und dabei hätten wir gerne, wie den Rest der Welt, eigentlich auf 1,5 Grad begrenzt. Was macht also diese zunehmende Erwärmung und wie kriegen wir da noch die Kurve? Nächste Folie. Es ist das zunehmende CO2, die zunehmende Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre, die die Erwärmung verursachen. Dieser physikalische Effekt ist mehrfach untersucht worden, man kann ihn auch direkt messen. Und hier auf dieser völlig wissenschaftlichen Abbildung sehen Sie eine ganz wichtige Tatsache, über die nicht so oft gesprochen wird. Wir Wissenschaftler, vor allen Dingen wir Polarforscher, können zu den Gletschern der Antarktis und Grönlands und wir können in das ewige Eis dort hineinbohren und wir können einen Eiskern herausziehen, das sieht man links unten, und in diesem Eiskern wird Jahrzehnt für Jahrzehnt durch das Fallen des Schnees, der zusammengedrückt wird, werden Luftbläschen eingeschlossen. Wir können mit feinen Spritzen in diese Luftbläschen stoßen und können die Atmosphäre vor 100 Jahren 1000, 10.000, 100.000 und bald einer Million Jahre vermessen. Wir haben also eine lückenlose Aufklärung der Zustände der Atmosphäre, des CO2- und Methangehalts und woher CO2 und Methan kommen. Und was Sie dort in Blau sehen, sind natürliche Schwankungen der Erde. Das ist durch die Nähe der Erde zur Sonne, durch Winkel der Erde zur Sonne, die die Erde wärmer oder kälter machen. Wenn die Erde wärmer oder kälter wird, dann gibt sie selbst, geben alle Pflanzen, die Böden, das Meer, mehr CO2 aus oder nehmen mehr CO2 auf. Und die blauen Schwankungen können Sie ganz deutlich von der roten Kurve unterscheiden, ganz rechts. Und das sind wir Menschen. In nur 150 Jahren haben wir den natürlichen Wert des CO2 in der Atmosphäre vollständig verändert. Wir sind mittlerweile bei 415 Parts per Million. Und wir wissen, dass wir die 2 Grad erreichen werden, wenn wir bei 450 Parts per Million, also Anteile von Gas in der Atmosphäre sein werden. Wir haben also eine Quantität vor Augen, die mit der Temperatur der Erde korreliert. Und genau das wird unser Ziel sein, das ist international vereinbart, drunter zu bleiben. Und warum ist das so wichtig, diese 2 Grad definitiv zu unterschreiten, was die Pariser Klimaziele sind? Nächste Folie bitte. Es ist so wichtig und es ist ein festes Ziel, weil wir mit dieser Erwärmung über 2 Grad hinaus die Beschreibung, die ich Ihnen vorhin gegeben habe, die Konsequenzen erleiden müssen und noch mehr. Weil wir durch unser menschliches Handeln, durch das Emittieren von CO2 aus der Nutzung von fossilen Brennstoffen eine Last der Umwelt, der Erde auf die Schultern unserer Kinder legen, die nicht vernünftig ist, die falsch ist, die auch, wie wenn man Kinder fragt, ganz einfach schlicht gemein ist. Was ist passiert? Warum dauert es so lange, bis aus Wissen Handeln entsteht? Was Sie hier nochmal sehen, ist wieder eine Zeitreihe und wieder sehen Sie eine CO2-Kurve diesmal. Auf der linken Seite die CO2-Konzentration, nochmal in Parts per Million. Die Zeit zeigt, CO2 steigt und steigt und steigt. Was ich diesmal aber aufgetragen habe, sind unsere menschlichen Verhandlungen. Links, der erste Fall, 1962, bevor ich geboren wurde, haben Wissenschaftler zum ersten Mal Briefe geschrieben an die Regierung und haben gesagt, so können wir nicht weitermachen. Erdöl ist zwar jetzt gut für uns, weil wir schnell wachsen können, weil vieles billiger wird, die Stoffe, die Produkte, die wir nutzen. Aber es ist gefährlich, so viel CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Es kann nur eine Übergangstechnologie sein. Zum Millennium, die Rio-Verhandlungen, dann die Pariser Abkommen. Sie sehen, das sind Pfeile, die Ihnen zeigen, wo waren große internationale Verhandlungen, wo haben wir Menschenziele gemeinsam beschlossen, so soll es nicht weitergehen, wir wollen eine andere Zukunft. Und Sie sehen, das CO2 steigt weiter. Es ist so, dass unsere Emissionen nicht zurückgegangen sind. Die globalen Emissionen aller Menschen zusammen steigen weiter. Und das bedeutet, dass wir alle zusammen global gegen diese sogenannte Grenze in der Atmosphäre laufen, die dazu führt, dass die Erde so warm wird, wie wir sie zu Menschenzeiten nie erlebt haben. Nächste Folie bitte.
Und in der Corona-Krise, dort, wo wir also auf vieles verzichten, nicht nur unsere Liebsten zu sehen, sondern die Mobilität hat sich vollständig verändert. Wir fliegen kaum mehr in den Urlaub. Es sind weniger Schiffe unterwegs, die Waren transportieren, weniger Autos unterwegs. Eigentlich hat sich unser Leben ganz und gar verändert. Wir können weiter messen, was hat das mit dem CO2 in der Atmosphäre gemacht? Und das ist doch erstaunlich. Sie sehen diese CO2-Kurve hier nochmal als eine Gerade und Sie sehen so Zickel-Zackel. Und dann sehen Sie den großen Punkt für 2020, der auch so eingetreten ist, wie er vorhergesagt wurde. Ein Jahr mit mehrfachen Lockdowns hat uns weltweit 7% CO2-Emissionen eingespart. Sie können sich auch mal die anderen Zickel-Zackels da angucken. Sie sehen dann so gepünktelte Linien. Und was steht da dran? Da stehen große Krisen der Menschheit dran geschrieben. Die spanische Grippe, die Weltkriege, den Zusammenbruch der Sowjetunion oder die großen Börsenzusammenbrüche. Und Sie sehen, jedes Mal, wenn eine Krise war, haben wir Menschen weniger CO2 emittiert. Wahrscheinlich, weil das Erdöl und Erdgas teurer waren. Aber danach ging es sofort weiter. Einfach immer nur weiter. Und das ist die große Frage, die wir alle jetzt haben. Wie geht's nach Corona weiter? Wir wollen diese Pandemie loswerden, aus der Krise rauskommen. Aber wir wollen auch nicht in das Alte zurück, weil das ist keine gute Zukunft, auf der wir dann unterwegs sind. Nächste Folie. Denn eins müssen wir verstehen, die Natur kann uns, so wie wir uns benehmen, kann uns die Natur nicht einfach retten. Wir haben immer große Hoffnungen, dass die Meere, die Pflanzen dieses überschüssige CO2 und das Methan wieder verbrauchen werden. Schauen Sie sich das einmal an, auch das können wir messen. Sie sehen hier wieder eine Zeitachse, 1850, industrielle Revolution bis heute. Und dann sehen Sie in Gelb die Landnutzungsänderungen und in Rot die Verbrennung fossiler Brennstoffe, also Erdöl, Erdgas, Kohle. Und wenn Sie einmal schauen, vielleicht wo Sie geboren sind, dann erkennen Sie, dass wir aus einer Zeit kommen, in der es genauso wichtig war, die Emissionen fossiler Brennstoffe anzuschauen und die Landwirtschaft und ihre Konsequenzen. Heute kommt der Großteil, 80% der Treibhauseffekte des Klimawandels aus unserer fortwährend steigenden Nutzung von fossilen Brennstoffen. Und das sagt uns, wir müssen da raus. Wir brauchen einen Wandel der Energiesysteme. Die Frage der Rettung durch die Natur ist eine gute Frage. Als ich Doktorandin war, war ich in großen internationalen Projekten beteiligt, genau das herauszukriegen. Wie viel Kohlenstoff kann der Ozean, kann das Land, können die Bäume aus der Atmosphäre aufnehmen? Wie können sie uns entlasten? Und das sehen Sie in den beiden dunkelblauen Kurven. Und dann können Sie sich ganz einfach vorstellen, alles das, was wir emittieren, was steigt, und alles das, was Ozean und Wälder nicht aufnehmen können, das landet und bleibt in der Atmosphäre. Und das macht den Klimawandel. Und Sie sehen, dass die hellblaue Linie immer größer wird, also immer mehr verbleibt in der Atmosphäre. Aus diesem Wissen können wir genau berechnen, wie viel Zeit bleibt uns noch umzusteuern. Nächste Folie. Und jetzt sind wir nicht mehr bei rein naturwissenschaftlichen Fragen. Es geht nicht mehr darum, nur zu beweisen, hinzuschauen, zu sagen, was gut für uns ist, sondern es geht auch darum, genau abzuleiten, was wir tun müssen und wie viel Zeit uns bleibt für die große Transformation. Bisher haben wir uns so verhalten, dass wir die Atmosphäre wie eine Art kostenfreie Müllhalde benutzt haben. Die Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist sehr günstig. Die CO2-Emissionen, die können Sie so als Müll verstehen in die Atmosphäre. Da bleibt sie und tut etwas Schädliches, wie Müll es tun würde, den man einfach auf die Straße wirft. Niemand muss dafür bezahlen. Am Ende müssen wir alle dafür bezahlen, vor allen Dingen die nächste Generation. Und wir können jetzt auf Basis der Daten, die ich gerade angeführt habe, noch genau berechnen, wie viel Platz hat die Atmosphäre noch, bis sie sozusagen überläuft, bis sie die 2 Grad erreicht oder überschreitet. Und diese Zahlen sind schon erschreckend. Wenn wir eine globale Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen, dann können wir nur noch für 10 Jahre so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen. Und da hilft uns auch die Pandemie nicht raus. Das haben wir eben kurz gesehen. Das heißt also, wir wissen, dass wir in diese Zukunft, die wir eigentlich wollen, eine Zukunft, wo wir in gutem Einvernehmen mit der Natur leben können, wo wir eine hohe Lebensqualität haben, weil wir unsere Natur, unsere Umwelt brauchen, das müssen wir alles eigentlich in 10 Jahren schaffen. Nächste Folie. Sie sehen hier eine sehr bunte Folie und die ist ganz wichtig. Und ich bin auch gleich am Ende, weil wir dann noch etwas diskutieren wollen. Ja, was können wir alle tun? Auf dieser Folie sind noch einmal unten auf der X-Achse die Zeit aufgetragen bis 2100. Also da geht es vor allen Dingen um unsere Kinder. Und auf der Y-Achse sehen Sie noch einmal die Emissionen.
Und was das bedeutet, ist, dass Sie jetzt erstmal herausfinden müssen, in diesem Wirrwarr von Möglichkeiten, wie wir uns global verhalten können, wir Menschen, dass Sie nach den roten Punkten schauen müssen. Und Sie sehen, die roten Punkte stecken auf einer roten Linie. Und wenn Sie die rote Linie zu Ende wandern, dann sehen Sie 3 bis 5 Grad Erwärmung relativ zu der Zeit mit der Temperatur, die uns eigentlich gut tut. Und wenn wir dann schauen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, wir wollen unter 2 Grad bleiben, dann sehen Sie die blaue Kurve. Und die blaue Kurve sagt Ihnen, aha, 2020, da müssten wir eigentlich schon längst aufgehört haben, fossile Brennstoffe zu verbrauchen. Da müssten wir ja schon dabei sein, dass CO2 in der Atmosphäre abnimmt. Aber dafür haben wir noch keine Evidenz. Und das ist das Besondere. Und da kommen wir jetzt alle zum Tragen. Könnten Sie die nächste Folie noch machen? Wir müssen alle verstehen, dass unsere Zukunft nur sein kann, dass wir das Energiesystem verändern, dass wir mit der Natur, mit uns selber besser umgehen. Denn schon lange sind auch Lebensqualität und Energieverbrauch von uns nicht mehr miteinander gekoppelt. Das sehen Sie auf dieser Abbildung. Man kann sehr viel CO2 emittieren pro Kopf, man kann aber auch wenig CO2 emittieren pro Kopf. Es ist nicht direkt gekoppelt an unsere Lebensqualität. Nächste Folie. Es geht darum, dass wir die richtige Politik einfordern, so viel ist klar. Marktanreize, eine Regulierung, die einen Rahmen setzt, dass das gute Handeln, der Umweltschutz, der Klimaschutz uns voranbringt und nicht auch noch bestraft wird oder teurer ist oder unbequemer. Öffentliche Investitionen, viel mehr Informationen, das alles gehört dazu. Aber jetzt fragen Sie sich sicherlich, es geht doch um unser Klima, um die Berliner Stiftungswoche. Was haben wir damit zu tun? Was kann ich tun? Da komme ich zu meiner letzten Folie. Wir alle haben Möglichkeiten, etwas zu tun, um Energie einzusparen, um weniger CO2 zu emittieren, sei es Fliegen, Autofahren, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber Sie haben auch gerade von mir gehört, all das reicht nicht, weil wir in Corona doch schon aufgehört haben, uns so zu bewegen. Was denn noch? Das fragen sich viele Menschen. Und das Wichtige ist, egal wo Sie stehen und sitzen und was Sie denken, was Sie erreichen können, dass Sie etwas tun, dass Sie darüber sprechen, dass Sie sich fragen, wie geht es dem Klima und welches Klima brauchen wir, um voranzukommen, das ist das, was Sie tun können. Und gerade Stiftungen, also Menschen, die arbeiten damit dafür, dass es anderen besser geht, dass mit Mitteln, mit Ressourcen, mit Ideen, aber auch mit Geld etwas getan wird für andere, dass wir uns vernetzen, uns helfen, das ist der einzige Weg, um in die Zukunft zu kommen. Abschlussfolie, bitte. Und das ganz Wichtige ist, und deswegen beglückwünsche ich Sie auch zu so etwas Schönem wie die Berliner Stiftungswoche, wir müssen verstehen, dass Zukunft nur zusammengeht. Es geht nicht nur um den Einzelnen, es geht auch nicht nur um Deutschland, sondern es geht um die weltweite Idee einer Zukunft, die wir brauchen, die wir für unsere Kinder brauchen, die wir für die Natur brauchen. Internationale Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, wo sie nur immer möglich ist, diese großen Schritte gehen mit der Hoffnung, die sozusagen Bürgerpflicht ist, das ist das, worauf es ankommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen beeindruckenden Vortrag. Ich kann mir nur vorstellen, wie kompliziert und schwierig das ist, aus all dem, was Sie wissen, auszuwählen und sich vorzustellen, wer sitzt denn da, wer hört denn da gerade zu? Vor allen Dingen, wenn man niemand sieht. Wir sehen Sie nicht. Deswegen nochmal, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat, in das Q&A zu schreiben. Fragen Sie gerne zur Theorie, zur Wissenschaft oder vielleicht aber auch zum politischen Engagement. Frau Professor Boetius, Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen für Ihr Engagement. Wann war eigentlich für Sie der Moment, wo Sie gemerkt haben, dass da unten mit der Tiefsee irgendwas mit dem Klima zu tun hat? Gab es da so ein Ereignis oder kam das mit der Zeit? Nee, das kam tatsächlich durchs Hinschauen, also selber dabei zu sein, wie ein Ort in der Tiefsee sich verändert hat. Und nicht nur, weil man ab und zu mal Müll dort gefunden hat, sondern auch, weil die Tiere sich verändert haben, das Vorkommen, die Artenvielfalt hat sich verändert. Wir haben uns gefragt, warum denn hier in 4 Kilometer Wassertiefe und haben einen Zusammenhang gefunden, nämlich die Nahrung der Tiefseelebewesen sind die Algen, die oben wachsen, wo Licht ist und dann absinken. Und die haben sich durch die Erwärmung der Oberfläche so verändert, dass auch die Tiefseetiere, die dann andere Nahrung hatten, andere waren. Das beobachten wir mittlerweile weltweit, solche Veränderungen. Und sie sind eben ein Anzeichen dafür, dass tatsächlich unser Handeln, soweit wir auch weg sind von anderen Teilen der Natur,
eigentlich überall wirkt. Und das ist wirklich eben auch nicht nur wegen des Klimas, sondern auch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, unser Konsum wirkt woanders. Und wir können uns einfach nur so vorstellen als Lebewesen in einem gigantischen Netzwerk, sodass alles, was wir tun, auch irgendwo anders eine Konsequenz hat. Und das muss man eben berücksichtigen. Ja. Haben Sie eine Idee, wie man genau dieses Weltbild, das holistischere und auch tatsächlich die Interdependenzen, noch besser kommuniziert bekommt? Ich bin gerade mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren und an so einigen Ministerien entlang gefahren und habe die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aus der Agenda 2030 gesehen. Und dachte, okay, jetzt bekommen wir gleich zu diesem einen Nachhaltigkeitsziel einen Vortrag. Ich weiß aber, wie diese Frau tickt und wie sie auch verbindet Politik, Artenvielfalt. Wie kriegen wir diesen Kerngedanken, dass das, was ich tue, auf das gesamte Ökosystem Auswirkungen haben kann und dass das Sterben von bestimmten Mikroorganismen wiederum Auswirkungen auf was anderes hat? Wie kriegen wir das transportiert? Also das eine ist, dass dieses Verständnis der Ökologie, so nennen wir die Forschung, die eben das Ganze miteinander verbindet, dass die wesentlich besser in der Schule gelehrt wird heute als noch zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin. Dieses Wissen muss aber ein Leben lang gelernt werden, es muss abrufbar sein. Und es reicht ja eben auch nicht nur zu wissen, das muss ich ja leider auch immer wieder sagen, oder das werden wir auch oft gefragt von jungen Generationen, die sagen, ja, sagt doch schon so lange als Wissenschaftler, wo es hingeht und wieso hört eigentlich keiner auf euch? Und aber im Handeln sehen wir den unbedingten Bedarf und wir haben gerade an die Ministerin, die Forschungsministerin, morgen werden wir die Resultate der Hightech-Strategie übergeben, dann an die ganze Bundesregierung. Und da ist genau das gefordert, dass es eine Ressortzusammenarbeit gibt für diese großen Fragen des Schutzes. Aus der Klimakrise, aus der Biodiversitätskrise kommen wir ja nur, wenn wir bedenken, dass es nicht nur um ökologische, sondern auch um soziale und technische Ziele geht. Dafür geht es auch um ökonomische Ziele. Und diese Klarheit, dass wir missionsartig auf unser Ziel zuarbeiten, indem alle mithelfen und alle mitdenken, das ist so neu auch nicht, aber es wird noch nicht ausreichend gelebt. Wird aber besser durch den European Green Deal, durch einige internationale Aktivitäten, muss man sagen, dass es da insgesamt Hoffnung gibt. Ja, also dieses über den eigenen Tellerrand schauen und die Silos aufzubrechen und zu sehen, erstens, es gibt vielleicht mehr als das eigene Ressort und zweitens, was passiert eigentlich in dieser Schnittfläche mit den anderen Themen? Ja. Ich bin froh, dass Sie das positiv einschätzen. Ich habe da manchmal das Gefühl, da ist noch einiges zu tun, wenn es darum geht. Ja, ich bin auch nicht immer, also manche Tage, da fühlt es sich besser an. An anderen Tagen mag man schon verzweifeln, wenn man wieder sieht, okay, es wird immer wieder runterpriorisiert, diese Frage von Umwelt, Klima und Naturschutz. Und, die Scheren, die oft aufgemacht werden, also die Idee, also Klimaschutz, aber nur, wenn es keine Arbeitsplätze kostet, so immer dieses Aber und Doch und Erst, das tut manchmal richtig weh, wenn man dann doch versteht, auch die Arbeitsplätze der Zukunft werden gerade davon abhängen, dass wir in die Innovationen kommen, dass wir in eine Praxis kommen, auch der Technik, die eben Arbeitsplätze schafft, wo man letztendlich für den Klimaschutz arbeitet. Ja. Das muss geschafft werden. Ja. Und Sie werden ja auch nicht müde, die ökonomische Komponente zu betonen. Also wenn wir über diese Ökosystemdienstleistung sprechen und gucken, was kostet das eigentlich, wenn wir jetzt nicht reagieren? Also ja. Das ist schon längst furchtbar geworden. Also gerade Deutschland wissen auch gar nicht so viele Menschen, dass wir in einem globalen Rating, welche Länder bezahlen jetzt schon am meisten, wo bezahlt jetzt schon der Steuerzahler am meisten für Klimaschäden, Deutschland auf Platz 3 gelandet ist. Warum? Weil es eben wirklich bei uns wärmer wird und weil unsere Landwirtschaft und unsere Forstwirtschaft so sind, dass sie absolut klimaempfindlich sind. Also ja. Die Dürre, der Wasserstand im Boden, der Grundwasserstand im Boden ist ein Problem für Deutschland. Ja. Und das merken wir schon jetzt, abgesehen auch von einigen Extremwettern. Einige Städte, in denen wir gerne leben, sind gar nicht für diese wahnwitzigen Regenfälle gebaut. Dann gibt es Überflutungen aus den Kanalisationen mit all den Konsequenzen. Die Flüsse sind voll von Wasser. Also es ist eine ganze Reihe von Veränderungen, die wir jetzt schon erleben und die das zukünftige Leben, wenn wir nicht die Kurve kratzen, unangenehmer machen. Ja, interessant fand ich auch zu lernen, dass Deutschland eine Wasserknappheitsstrategie hat. Und ich finde, sowas verdeutlicht dann einfach nochmal, wo stehen wir eigentlich. Ne? Also dieses so mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sehen, ja,
da geht jetzt die Insel unter oder da werden Ressourcen knapp, das bringt Leute, das treibt Leute in die Flucht, ist das eine. Das andere ist aber wirklich zu sehen, wo steht Deutschland, und das betonen Sie und so beraten Sie auch immer wieder. Ich würde ja, wobei für mich die große Frage ist, und wahrscheinlich, das würde ich, also wären jetzt hier Menschen, mit denen man reden könnte, hätte ich auch Fragen an die Stiftung, weil ich glaube, oft fehlt es uns eben an diesem Geist, auch wenn es nicht nur direkt für mich gut ist, Gutes tun zu wollen. Ja. Und wie kann man das besser kommunizieren, dass das Gute, dass man tut, dass man sich gut fühlt, wenn man Gutes tut, auch wenn das Gute ganz weit weg ist. Also mir scheint oft diese Verbindung zu Dingen zu fehlen. Ich kann mich als Meeresforscherin wirklich gut in das Entsetzen reindenken, was die Leute haben, wenn sie sehen, wie das Korallenriff vor der Haustür erbleicht und kaputt ist und die Fische nicht wiederkommen. Ja. Aber viele Menschen haben vielleicht keine Beziehung zu einem Korallenriff, aber dafür für was anderes. Und dieses vernetzte Denken und sich eindenken können, einfühlen können in das, was wir verlieren werden, ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das wüsste ich gerne, weil in Stiftungen müssen ja Menschen arbeiten, die so vernetzt und weit denken für ihren Job. Ja. Und das ist eine wichtige Kraft. Ich gebe Ihnen mal stellvertretend ein Ja. Das tun Menschen in Deutschland und es sind wirklich ganz viele aktiv. Das ist aber ein spannender Punkt, den Sie da ansprechen. Ich habe gestern meinem 8-jährigen Sohn gesagt, wen ich heute treffe und was Sie so ungefähr machen. Und der ist, sagen wir mal, er kennt sich ganz gut aus mit Umwelt und Meeren, weil er einfach sagt, er findet das schön. Und er sagt jetzt in meinen erwachsenen Worten, spricht er von dem intrinsischen Wert der Natur. Ja? Also was habe ich für ein Recht, das zu zerstören? Und Sie haben es ja auch eben angesprochen, das ist einfach ungerecht, wenn wir jetzt so leben, dass die nachfolgenden Generationen davon nicht mehr, sei es sich erfreuen können, sei es gesundheitlich oder beziehungsweise ein gesundes und Leben in Frieden auch leben können. Was haben Sie denn da für ein Gefühl, wenn Sie auf diesen Punkt kommen? Werden die Ohren größer oder geht es da eher in so... Nee, das finde ich absolut interessant und mir ist es tatsächlich auch schon öfter passiert in Schulen, also wenn ich versuche, Tiefseevorlesungen in Schulen zu machen oder wenn man überhaupt mit Kindern redet, gibt es viele Kinder, die einen so ein Prinzip genauso denken wie ihr Sohn. Was habe ich für ein Recht, dem Fisch sein Zuhause zu klauen? Und ich hatte einmal eine Diskussion im Berliner Zoo, da hat sich ein kleiner Junge gemeldet, der hat dann gesagt, wo geht eigentlich der Fisch ins Gericht, also wo kann sich der Fisch beschweren? Und dann haben die Erwachsenen allen gelacht und der Junge war richtig wütend, weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass wir Menschen ein Gericht haben, aber die Fische haben kein Gericht. Und dann habe ich so nachgedacht, naja, es ist schon logisch aus seiner Perspektive, wenn man Leben achtet und alles Leben achtet, nicht nur das Menschliche, dann fragt man sich, wo sind eigentlich die Stimmen für die Natur, die Pflanzen und Tiere? Ja. Die haben wir natürlich auch. Aber eigentlich wäre es logisch, dass der Mensch sich selbst, der ja im Grunde Symbiont oder Parasit der Natur ist, dass wir Menschen uns auch irgendwo als Stimme der Natur verstehen und nicht nur als Vernutzer einer angeblich unendlichen Ressource. Ja, oder auch vielleicht einfach ein bisschen mehr Lust, das zu erhalten, denke ich manchmal. Also Sie haben mal gesagt, Sie bringen den hessischen Grundoptimismus mit. Das hat mich sehr gefreut, weil ich bin auch seit Jahren in diesem Bereich tätig und ohne Optimismuskompetenz geht es nicht. Ne? Also sonst hat man ja selber auch den ganzen Tag schlechte Laune. Und das ist, finde ich, auch einfach nur eine Kernkompetenz, mit der wir weiterkommen. Und wir sehen jetzt ja auch Fridays for Future. Wir sehen Greta, wir sehen Luisa Neubauer. Ja. Und da hat ja wirklich eine Generation was angestoßen mit dann noch Omas for Future und Scientists for Future. Ja, genau. Und letztendlich hat das eine Europawahl beeinflusst. Auf jeden Fall, da haben wir auch drüber gesprochen neulich, wie es eben gelingt, dass die Aufmerksamkeit auf das Thema, gerade durch die jungen Menschen, die diese andere Zukunft einfordern, dass das viel wirksamer ist als unsere wissenschaftlichen Berichte. Es ist natürlich beides wichtig, aber es geht auch schon darum, dieses Recht auf Zukunft einzufordern. Und das ist so essentiell, darüber nachzudenken und wieder auch zu denken, es kann sich in zwei Teile teilen, das, was wir alle tun können. Das würde ich wirklich gerne auch nochmal sagen. Das eine ist, zu verstehen, was können wir alle direkt tun. Und man sollte nicht drüber lachen, über das Versuch von Institutionen, von Häusern, von Wohngemeinschaften, von allen Menschen, im Kleinen auch voranzukommen, mal das Fahrrad zu nehmen, das Auto stehen zu lassen. Das sind alles kleine Schritte.
Dennoch ist die ehrliche wissenschaftliche Ansage, das rettet das Klima nicht, sondern es geht wirklich um den vollständigen Umbau. Und dann muss eben dieser politische Geist, der uns ja aber auch zusammenhält, der muss dann aktiv werden und sagen, ja, was für Kräfte brauchen wir jetzt, damit wir zusammen vorankommen. Und dieses Zusammen vorankommen braucht einfach Vernetzung und braucht ein Verständnis der Komplexität, der mir manchmal fehlt. Ja, das eine ist das Verständnis, das andere ist, wenn es weh tut. Ja? Und Sie haben gerade auch was ganz Spannendes gesagt und wir wissen ja auch von der Glücksforschung, dass Geben glücklich macht. Und ich fand den Blick gerade interessant, nochmal zu fragen, sehe ich das einfach nicht direkt genug, was mein Helfen, was mein Engagement bewirkt? Haben Sie, also wenn ich Ihre Bilder sehe und wenn ich Engagement sehe, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass das doch, sagen wir mal, zufriedenstellend wirken müsste. Das ist das Verheerende, das haben ja auch schon manche Umweltpsychologen gesagt, dass beim Klimawandel man das Gefühl hat, wenn man als Einzelner sich für die Daten interessiert, dann rechnet man immer sofort aus, ach, das kleine bisschen, was ich machen kann, das ist viel zu klein. Oder ich habe auch schon oft deutsche Politiker sagen können, Deutschland emittiert nur 2% weltweit und ist doch eigentlich völlig egal, was Deutschland macht. Aber das ist ein Irrglaube, weil es ja ganz wichtig ist, überhaupt die Haltung einzunehmen und überhaupt die Rahmenbedingungen zu setzen, um insgesamt voranzukommen. Und wenn jetzt jedes Land oder jedes Individuum sagt, na, ist doch egal, was ich mache, dann kommen wir nirgendwo hin. Ja. Aber den Spieß umzudrehen und das einzufordern und eben in dieser Vernetzung zu leben, das sind aber Grundvoraussetzungen, um weiterzukommen. Ja, ja. Glauben Sie? Ich denke immer noch einmal, weil Ihre Frage wirklich sehr wichtig ist. In der Wissenschaft haben wir auch versucht, und das habe ich hier auch einfließen lassen, uns selber zu verändern, indem wir sagen, okay, wir geben die Zahlen, die Bilder, wir geben auch mal ein ehrliches Bild des Schreckens, der da kommt. Und auch da kriegt man dann den Hinweis, auch macht es doch nicht so gruselig, nicht so alarmistisch, zeichnet doch die Zukunft optimistisch, wir werden genug Technologie erfinden, die uns hier raushilft. Und ich glaube aber, was wir alle brauchen, ist die Ehrlichkeit miteinander. Nein, es ist nicht allein. Also Hightech, technologische Lösungen sind essentiell, um in die Zukunft zu kommen. Aber dazu müssen auch Menschen mitmachen können. Wir müssen auch soziale Innovationen fördern, so dass nicht wie jetzt in der ganzen Gegenwart und Vergangenheit die geringsten Einkommen gezwungen werden, das meiste am Umbau zu bezahlen. Und diese Aspekte sind wirklich eigentlich groß. Sie sind auch komplex, aber das ist keine Entschuldigung dafür, einfach so weiterzumachen. Ja, ja, genau. Oder aus der Forschung der Umweltgerechtigkeit sehen wir ja auch immer wieder, wen trifft es denn am meisten? Ja, wer wohnt denn an vielbefahrenen Straßen? Wer kann denn gut mit schwankendem Wetter umgehen? Ja, also es ist überall, wo wir hingucken, geprägt von Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass wenn Menschen dazu, sagen wir mal, sich versucht fühlen zu sagen, ach, die Umweltecke, und wir haben auch ein Ministerium dafür, ein bisschen mehr Informationen zu eben dieser Verbundenheit mit der sozialen Komponente kann da manchmal vielleicht doch. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch wirklich so, dass Forschung auch zeigt, da gibt es jetzt einige Forschung, die einfach versucht, das einfacher zu machen und zu sagen, eine Tonne CO2 gespart bedeutet schon so und so viel Quadratmeter mehr als gesichert oder so und so viel Stück Korallenriff. Man kann es so rum ausrechnen und dann kann man auch besser sein eigenes Handeln umrechnen in Naturschutz. Das sind alles Hinweise. Die Aktivitäten, die jetzt auch zum Beispiel bei Google Earth Bilder zu uns zu geben, also wirklich ehrliche Fotografie von Landschaften, die sich verändern, das ist auch ein Weg, immer wieder erinnert zu werden. Es sind Zeiträume, die wir alle erleben und das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Und eine Sache noch dazu. Andersrum finde ich bemerkenswert, dass durch diese Verfügbarkeit von Daten und Erkenntnis und Beobachtung wir Bürger alle im Grunde jederzeit die Ziele, die politischen Wege und die Schritte hin zu dem Ziel überprüfen können. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Situation für die Politik, dass sie die ganze Zeit vermessen werden kann. Wenn Parteien sagen, wir haben hier eine Klimaschutzpolitik und die ist so, und wir Bürgerinnen können die ganze Zeit nachmessen, ja, bringt es denn was? Ist denn wirklich CO2-Emissionen Deutschlands runtergegangen? Dann ist das eine andere Voraussetzung, als wenn man praktisch nur etwas erzählt bekommt. Aber wir können alles davon im Umwelt- und Naturschutz nachprüfen. Und das ist eine neue Situation, wo wir eine Klarheit und eine Transparenz gegenüber Schritten zu den Zielen haben, wo es, glaube ich, einfach klar sein muss,
man kann uns nicht veräppeln, sondern wir können das alles sehen auf unseren Handys. Es ist eine neue Welt. Ja, ja. Das führt natürlich auf der einen Seite zu Transparenz. Auf der anderen Seite denke ich auch manchmal, kann das ja vielleicht auch so eine persönliche Wahlentscheidung beeinflussen. Weil die Frage ist immer, wie viel liegt in meinem Handlungsspielraum? Wie viel kann ich letztendlich beeinflussen? Und Sie sind ja auch wirklich eine ganz klare Kommunikatorin, wenn es darum geht, zu sagen, wir brauchen Regularien. Ja? Also wir brauchen wirklich Wege, die nicht im eigenen Verbrauch liegen, sondern wirklich vorgeschrieben werden. Und die kann wiederum ja ich beeinflussen durch meine Stimme. Auf jeden Fall. Und das ist auch nicht so, dass das nur jetzt nur die Wissenschaft sagt, sondern im Grunde, wenn man unterwegs ist, und hier werden auch wahrscheinlich viele sein, die das sehen, die direkt auch mit Wirtschaft oder Industrie sprechen, ist es so, dass diese Rahmenbedingungen natürlich vor allen Dingen auch unsere Wirtschaft braucht. Also damit wir Technologien nutzen, Produkte verkaufen, die ein Konzept des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit überhaupt mitgedacht haben, kann es nicht so sein, dass diese Produkte immer die doppelt, dreifach, zehnmal so teuren sind. Also das geht nicht. Und wenn man dann reinguckt, ja, warum sind die denn eigentlich, warum ist denn das gute Handeln so viel teurer als das umweltzerstörerische Handeln, findet man raus, das sind unsere alten Regeln. Also das sind zum Beispiel Subventionen, die wir wohin stecken. Und das macht mich manchmal fassungslos, dass es immer noch ist, trotz 20 Jahre Zielvereinbarung, gehen Teile unserer Steuermittel halt dafür weg, Subventionen zu geben für fossile Brennstoffe, anstatt für regenerative Energie. Ja, genau. Also ne, Ihre Steuern, meine Steuern, Ihre Steuern. Ne, und dann guckt man da drauf und denkt, wir hatten doch so Ziele vereinbart. Und wir sehen doch hier auch in dem Monitoring-System, wo wir stehen. Wie passen denn diese Agrarsubventionen, wie passen denn diese neuen Pläne da rein? Und das dann wirklich diese Gefühle, die, glaube ich, gut sind, weil sie motivieren zum Handeln, zu kanalisieren und zu sagen, und jetzt erst recht. Und das in was Konstruktives, was Sie ja auch wirklich machen, umzumünzen und zu sagen, nee, wir gucken jetzt trotzdem, wie wir weiterkommen. Eine Frage aus dem Chat. Was wünschen Sie sich von der nächsten Bundesregierung? Ich wünsche mir eigentlich von allen Parteien zusammen, dass sie die Klimawandelsituation als eine Krise begreifen und dass sie begreifen, es geht dann vor allen Dingen um Lösungen, um Handeln. Es ist eine Lösung, wenn man als Staat sagt, als Regierung sagt, wir haben unterschiedliche Ansichten, wie wir zu besserer Lebensqualität für unsere Bürgerinnen kommen, was unsere Wähler wollen, aber es ist klar, dass eine Zukunft nur mit Natur geht und nicht gegen Natur. Und wenn man das, worin wir feststecken, sich genauso vornimmt als übergreifendes politisches Handeln, dann kommt man auch voran. Im Grunde hat uns da ja auch die Pandemie einiges beigebracht. Sie hat ja gezeigt, dass eigentlich fast alle Parteien zusammen einen Schritt vorgeben können oder viele Schritte. Und das brauchen wir dringend fürs Klima. Ja. Und was wir auch brauchen, ist natürlich, dass auf uns Bürgerinnen und Bürger gehört wird. Das gibt dazu Methoden, die auch viel einfacher heute geworden sind, am Puls der Gesellschaft zu sein. Und wenn man jetzt die Umfragen sieht, auch während der Pandemie, die uns wirklich ja alle betrifft, wo viele Menschen gar nicht mehr wissen, was ist denn mein Einkommen nächstes Jahr, da ist es trotzdem so, dass die Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen immer noch Klimaschutz als einen der wichtigsten politischen Handlungsbereiche votiert haben. Ja. Und das muss doch auch der Politik Mut geben zum Gestalten, das denke ich so. Gerne nicht gegeneinander, sondern miteinander, weil ich hoffe, dass Sie eins auch aus diesem Vortrag entnommen haben, das ist eben die Zeitkomponente. Und das ist das, wo ich eben, oder wo viele von uns auch manchmal den Optimismus verlieren, wenn man sagt, das, was wir gelernt haben, was ja so alt nicht ist, also als Kind bin ich nicht irgendwohin in Urlaub geflogen und es gab nicht jeden Tag Fleisch und so weiter. Und das ist mir nicht komisch vorgekommen als Kind, weil ich es so nicht kannte. Also wenn wir sagen, 10 Jahre für den Umbau und 10 Jahre, um in eine andere Situation zu kommen, die nicht eben nur aus Individualverzicht besteht, sondern aus einem umgebauten Energiesystem, das ist nicht viel Zeit. Ja. Das ist nicht viel Zeit und das, wenn ich richtig informiert bin, sagen die aktuellen Studien, wir kriegen das noch hin, wenn wir heute anfangen. Also es gibt verschiedene Studien und die letzten 3 Jahre so unglaublich warm waren und die Erde, das habe ich auch einmal kurz gezeigt, selbst CO2 emittiert, wenn sie zu warm wird, sagen inzwischen viele wissenschaftliche Untersuchungen, wir werden 1,5 Grad nicht erreichen, vielleicht irgendwann viel, viel später, wenn wir einen Umbau geschafft haben. 2 Grad, sagen zumindest Teile der Wissenschaft, ist schon schwierig geworden.
Und dann habe ich mal einen Wissenschaftshistoriker gefragt, wie ist es denn? Also wie lernen wir Menschen? Brauchen wir immer die Krise? Können wir nur lernen, wenn wir leiden? Und da hat er zu mir gesagt, naja, wenn man die Geschichte liest, die wir genommen haben, dann scheint es tatsächlich so. Und das will mir nicht in den Kopf. Da denke ich manchmal, es kann doch nicht sein, wir nennen uns Wissensgesellschaft, Hightech-Gesellschaft. Und muss diese Geschichte immer so weitergehen, dass nur durch Schmerz, durch Leiden, durch Verlust, durch wirklich Vernichten von Arten auf der Welt, die dann auch nicht wiederkommen können, ist das unser einziger Weg zu lernen? Und das glaube ich einfach nicht. Nee, das wollen wir nicht glauben. Das wollen wir nicht. Nee, ne? Das macht ja das auch aber keine, leider auch Wissen. Also. Macht ja auch keine gute Laune. Ne? Nee. So, und ja. Wenn wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf so ein paar Werte, ich würde fast sagen, besinnen. Also letztendlich geht es dabei um Gerechtigkeit, es geht um Solidarität, weil auch wenn dieses Argument kommt, Deutschland emittiert nur so und so viel und im globalen Kontext, aber wie meine Anziehsachen hergestellt werden oder was hier drin verbaut ist, das sind ja globale Zusammenhänge. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da braucht es tatsächlich noch Wissen. Oder vielleicht auch einfach Interesse, so ein bisschen mehr zu gucken, wie konsumiere ich eigentlich und wie werden die Dinge hergestellt und wie viel brauche ich davon eigentlich? Oder brauche ich vielleicht jetzt durch Corona eine Parzelle, einen Wald? Brauche ich ein bisschen frische Luft? Ja, genau. Das sind immer die Sachen, die so in unserer Reichweite liegen, die kann man sich als erstes vornehmen. Und das Gute finde ich wiederum, deswegen denke ich immer Klimaschutz und Naturschutz zusammen, dass uns das Leben um uns herum, die Pflanzen und die Tiere ja immer anders zur Freude geben, weil man merkt, gibt es schon mal ein kleines Schutzgebiet, gibt es mitten in der Stadt einen großen Park, dann haben wir etwas davon. Und dann ist das nicht eine Aktion, die man nicht sofort auch spürt, wo man nicht den Vorteil direkt von hat. Das haben Sie vorhin gefragt und es ist eine der größten Fragen, wie können wir uns umbauen, wenn der Erfolg erst in der nächsten Generation zu vermessen ist oder so weit weg ist von uns. Und das müssen wir üben, dieses vernetzte Denken, das finde ich ganz wichtig. Ja, ich habe noch eine Frage aus dem Chat, die auch das Wort Mut aufgreift. Wie können wir auf breiter gesellschaftlicher Ebene eine mutige und positive Zukunftskonstruktion kreieren, die Lust auf den Wandel macht? Also tatsächlich nochmal die ganz andere Perspektive. Ja. Gute Frage. Das ist so ein bisschen wieder das Thema, wie kommunizieren wir eigentlich? Also ist das denn richtig, dass eine Forscherin wie ich sich vor Sie stellt und Ihnen sagt, was es alles zu verlieren gibt? Oder müsste ich nicht eher einen Vortrag darüber halten, was für tolle Technologien wir zuletzt erfunden haben, die eine Lösung sein könnten? Und meine Antwort ist, es braucht beides. Aber auch dort gibt es viele Forschungen, so wie wir Menschen denken und was uns zum Handeln veranlasst. Und die Forschungsergebnisse zeigen, dass so wie unser Gehirn funktioniert, wir eigentlich doch auf diese Frage von Verlust und Angst stärker reagieren, als einfach nur durch einen Moment der Hoffnung und des Glückes. Man braucht aber beides. Man kann nicht nur in Angst leben, das ist ganz klar, und Angst kann lähmen. Aber diese Balance, die wir eigentlich finden müssen im Umgang mit der Natur, die spiegelt sich ja auch in unserem Kopf wieder. Wir müssen wissen, was es zu verlieren gilt. Und wir müssen wissen, wie wir da rauskommen. Wir müssen einen Pfad haben, nach dem wir uns sehnen, auf den wir gehen wollen. Beides zusammen gibt eben die Kraft, um in die Zukunft zu kommen. Ja. Und den Mut vor allen Dingen, den braucht es ganz besonders. Und in Deutschland haben wir, also ich bin auch, ich weiß nicht, ich denke dann auch oft, was lernen wir aus der Pandemie, und dann höre ich die Fragen, die ich von Kolleginnen und Kollegen aus Amerika oder anderswo kommen, die gucken fassungslos auf uns, Land der Erfinder, Dichter und Denker, und fragen sich ja, wo ist denn dieser Impuls, wann geht denn mal dieser Ruck durch euch, oder warum ist das alles so, wie es ist? Und das ist eine schwierige Frage, die finde ich interessant, und ich habe das Gefühl, dass wir unbedingt auf eine Entbürokratisierung unseres Lebens und Denkens achten müssen. Dass dieser Mut zum Experiment auch mal zu einem Weg, der falsch ist, der nochmal gedreht werden muss, dass der auch ein ganz wichtiges Element unseres Fortkommens ist. Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen, dieses Testen und sich wagen und einfach mal vorgehen und sagen, dass auch wenn das jetzt noch nicht in einer Formulierungshilfe oder in einem Gesetzesentwurf gemündet ist, wir testen einfach mal und auf dem Weg lernen wir dazu. Da kommt natürlich dann das Argument aus der Politik, Mehrheit, Konsens, so. Aber ich bin da ganz bei Ihnen. Die Negativität, die dann zurückstrahlt, wenn man aus der Politik, oder wir haben es ja auch in der Wissenschaft erlebt, wenn ein Vorschlag gemacht wird, jetzt gehen wir da lang, und dann klappt es nicht, was zum Teil auch dafür Hasswellen zurückschwappen, das ist ja furchtbar. Und zum Experimentieren, zum Mut gehört ja auch mal
zu sagen, okay, war jetzt nicht so gut, müssen wir anders machen, aber nicht mit dieser Aggressivität, die mittlerweile doch viele dann trifft, die ans Handeln denken. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Wie heißt nochmal dieser schöne Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser? Also dieses Tun ist ja vielleicht auch manchmal eine gute Idee. Und ich weiß, dass an dem Bildschirm ganz viele Menschen sitzen, die tatsächlich schon tun, die Umweltstiftungen haben, die in ihren nicht Umweltstiftung, aber umweltpolitisches Engagement haben. Und da würde ich gerne Sie noch... Das ist übrigens, wenn es mal um Mut geht, oder sagen wir mal so Hoffnungselemente. Ich bin seit einiger Zeit in der Deutschen Bundesumweltstiftung. Und immer wenn wir da Kuratorensitzung haben und dann kommen diese ganzen Projekte, die gefördert werden, von lauter, manchmal muss man lachen, wie verrückt die Projekte sind, aber von lauter Menschen, klein und groß, Mittelstand, die sich überlegen, ja, was kann ich für die Umwelt tun? Und dann freut man sich an solchen Tagen und denkt, wow, da ist doch ganz viel Ehrgeiz da draußen, ganz viel Erfindergeist. Wie findet man aber jetzt, das ist wieder eine Frage an Sie, Stiftung, wie findet man genau diese Menschen mit Ideen, diese Menschen mit Kreativität und dem nötigen Mut? Wie stattet man die aus, wenn sie vielleicht nicht von Anfang an begütert sind? Auch die Frage, die mir so wichtig geworden ist, gerade in diesen Zeiten, was hat jetzt auch nicht nur in dem Sinne Umweltschutz im Sinne von mehr Bäume pflanzen oder andere Stoffe, Materialien verwenden, sind alles eher technische Ansätze. Aber was es auch braucht, ist eben der Geist, der Rahmen, in dem wir Menschen überhaupt vorankommen, wie wir Kraft schöpfen, der Perspektivenwechsel. Also für mich ist auch eine zentrale Frage, wie bauen wir jetzt das Handeln von Kunst und Kultur, von Musik und all das, was uns hilft, die Perspektive zu wechseln, uns zu vernetzen, anders zu denken, Zeitreisen zu unternehmen. Wie bauen wir das wieder auf? Das ist uns jetzt durch die lange Phase der Pandemie verloren gegangen. Und ich glaube, dass es viele Stiftungen braucht, die eben unbürokratisch hinschauen und sagen, euch helfe ich, weil ihr habt Power, Energie, Kreativität, könnt Menschen helfen, in die Zukunft zu gucken, auch Kraft zu schöpfen, könnt ihnen auch den Spiegel vorhalten und könnt große Fragen stellen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Element für Stiftungen, die wir brauchen, die helfen müssen. Herzlichen Dank, dass Sie das ansprechen, weil ich muss gestehen, als die Anfrage kam, im Rahmen der Berliner Stiftungswoche zu moderieren, habe ich einfach, weil da drüber stand eine Frage des Klimas, sofort Ja gesagt. Aber ich habe im Zuge dieser Woche ganz viel dazugelernt über die deutsche Stiftungslandschaft und mich auch mit ein paar Menschen unterhalten und nochmal viel mehr ein Gespür dafür gekriegt, wie nah Stiftungen auch dran sind und wie, Sie haben es gerade gesagt, wie unbürokratisch Stiftungen reagieren können. Und ich bin Ihnen auch ganz dankbar, dass Sie nochmal den Punkt, den verorte ich unter Kreativität, angesprochen haben. Also das, was uns Menschen auch ausmacht und das, was nicht einfach abzutun ist als Schöngeistiges oder die hohen Künste, sondern wie können wir eigentlich Innovationen gebären? Und ich glaube, das tut uns jetzt gerade in dieser Pandemie kurz vor hoffnungsvoll dem Impfschwung richtig gut, wenn wir uns da nochmal besinnen. Und bei dieser Besinnung kann ja auch die Natur helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch zwei Fragen, die in Richtung Politik und Entscheidungen gehen. Das eine ist, wie schätzen Sie Ihre Wirkung als Expertin und Politikberaterin auf politische Entscheidungsgremien ein? Also es ist sehr schwer, als Einzelne oder Einzelner seine direkte Effekte auf Politik zu messen. In der Leopoldina Nationalakademie, wo ein Teil meiner Klimaberatung in Gruppen abläuft, also wo wir viele Expertinnen und Experten zusammen sind, eben weil es vernetztes Denken braucht, das nützt jetzt der Welt auch nichts, wenn man die Zukunft nur aus Sicht von einer Polarforscherin oder Tiefseebegeisterten denkt, sondern da gehört noch viel mehr dazu. Und aus diesem vernetzten Expertenwissen heraus haben wir das Feedback zumindest bekommen, dass unsere klaren Berichte, Vorschläge, und jetzt strengen wir uns auch noch mehr für die Wissenschaftskommunikation zu Klimawandel an, dass das sehr wichtig ist, ernst genommen wird. Das war auf jeden Fall auch in der Beratung zur Pandemie so. Leider aber, und das muss man als Wissenschaftler dann auch mal sagen dürfen, gibt es dann eine Zeit lang, geht es gut, haben wir das Gefühl, da wird Wissen wahr und ernst genommen, da sieht man, es bewegt sich was und dann kippt es aber oft wieder weg und dann müssen wir manchmal leider sagen, haben wir es euch nicht gesagt und das ist jetzt halt eben so. Und daraus sollte gelernt werden. Ja. Ich rede jetzt gar nicht für Expertokratie oder so etwas, weil am Ende können wir Wissenschaftler ja nur
zeigen, was wir wissen und diese Erkenntnis anbieten und vielleicht noch eben einordnen, aber wir können nicht Gesetze machen und wir können auch nicht, wir sind nicht die Exekutive oder irgendwas derartiges, Gott sei Dank nicht. Mhm. Aber eben zu wissen und die Vielfalt des Wissens zu bündeln und zu nutzen, das ist wirklich Pflicht geworden, vor allen Dingen in Krisen. Ja, das eine ist Wissen und Sie haben es ja auch in Ihrer Präsentation gezeigt, wie kommen wir jetzt ins Handeln? Und auf der einen Seite haben wir das politische Handeln, was natürlich durch mich beeinflusst werden kann. Die andere Ebene ist aber mein konkretes, persönliches Klar. Handeln. Genau, aber da habe ich, das würde ich auch gerne diskutieren, wäre hier jetzt ein Raum voller Menschen, dann würde ich mir jetzt auch Antworten aus dem Publikum abholen. Weil ich, wenn ich darüber nachdenke, versuche ich mir diesen Gedanken einfach immer zu verbieten, weil es wirklich völlig wurscht ist, ob mein persönliches Handeln, ob ich jetzt sofort eine Rückmeldung kriege, ein Feedback und weiß, es ist meins, was etwas gewirkt hat. Es ist egal. Es ist, ich könnte gar nicht anders leben, als zu versuchen, das, was ich sehe, weiterzugeben. Dann würde ich mir selber Vorwürfe machen, weil ich ja nicht meine Kraft nutze und meine Zeit, das Wissen zu teilen, was ich teilen muss. Und das ist wiederum ein stärkeres Motiv, zu sagen, ich habe es wenigstens versucht. Also auch wenn dann das Wissen liegen bleibt und nicht so genutzt wird, dann habe ich wenigstens hingeschaut, habe ich wenigstens die Wahrheit gesagt und habe wenigstens versucht, einen Impuls zu geben. Und ich glaube, dann ist man unabhängiger, wenn man so denkt, als wenn man denken müsste, ich muss jetzt aber auch noch messen, ob das, was ich tue, noch eine Wirkung hat, welche Wirkung hat. Das so. Mir kommt da gleich das Bild der Ökologie wieder, ne? Weil so wie Sie das beschreiben, sehen Sie sich als Teil des Ganzen. Genau. Und da geht es nicht um Ihr Ego, auch nicht um Ihr Ego als Forscherin, sondern Sie dienen einer Sache, was Sie, glaube ich, gemein haben mit der ein oder anderen Stiftung. Das, was Sie gerade gesagt haben, erinnert mich an, ich würde mal sagen, Ihren kleinen Ausflug mit dem Astronauten Alexander Gerst. Und ich ahne, dass das, was Sie gerade, worauf Sie anspielen, dass das vielleicht aus beiden Perspektiven möglich ist zu spüren. Also einmal von unten und auch von oben. Wie war das für ihn? Wie war das für Sie, sich da auszutauschen in diesen Expeditionen? Ja, also dieser Blick von innen aus dem Bauch der Erde und auch von außen, das sind ja beides Blicke, die eben man selber trägt als Entdecker oder als Mensch, der einen Raum eingenommen hat, in dem Menschen nicht sein können. Und dieser Astronautenblick, der ist ja berühmt, als die ersten Menschen ins All geflogen sind und auf die Erde geschaut haben. Und es geht eigentlich allen Astronauten. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, schon mit 5 Astronauten gesprochen, die diesen Blick hatten. Und die sagen alle das Gleiche. Nämlich, da sieht man auf einmal so eine kleine blaue Murmel da rumhängen. Die sieht irgendwie anders aus als die anderen Murmeln und sie sieht nach Leben aus. Und dann fühlt man für die Erde. Man fühlt die Erde als Ganzes, weil man so weit weg ist, dass sie so klein aussieht. Und das ist ein wichtiger Blick, ein verändernder Blick. Ja. Und ich als jemand, der in die Tiefe taucht, also dort eintaucht in das, was der typische Lebensraum Erde ist, das wissen auch nicht so viele, aber wenn man den belebten Raum der Erde ausrechnet, also wo kann überall Leben auf der Erde sein, wie groß ist dieser Lebensraum, dann ist die Tiefsee vor allen Dingen das, was den Lebensraum der Erde ausmacht, weil die Meere fast 4 Kilometer tief sind und 70% der Erde bedecken. Und dann denke ich, okay, ich tauche genau dahin, was die durchschnittliche Erde ist, die uns Menschen fremd ist. Und dann habe ich diesen Blick des Ganzen auch, weil ich einfach ein Teil von dem bin, was Erde eigentlich ist, nämlich Ozean. Mhm. Und die Lebewesen, denen ich begegne, sind die typischsten, häufigsten Erdbewohner. Wir sind so eine seltsame Extraerscheinung, die aber leider zur stärksten geologischen Kraft geworden sind, zum Nachteil von vielen Pflanzen und Tieren. Und dieser Blick, der ist auch sehr heilsam und er ist auch sehr erfreulich, wenn man dieses unbekannte Leben sieht und das kommuniziert und lebt so in seiner Tiefsee, dann hat man auch so ein Respektgefühl. Also man ist fremd genug zu diesem Leben, weil selber sitze ich ja dann im Aquarium und die Fische und Kraken gucken alle rein und gucken mich als seltsames Wesen an. Dann ist dieser entfremdete Blick einer, der mir sagt, da ist noch viel mehr als nur Mensch, um das es eigentlich geht. Ja, ich habe eine ganz positive Beziehung zu dem Wort Demut. So, und habe bei diesen, Sie merken wahrscheinlich, ich hänge an Ihren Lippen, wenn ich diesen Geschichten lausche, frage ich mich auch manchmal, wie kann man eigentlich Demut
lehren? Also wie kann man, Sie sagen es gerade, diese kleine Spezie Mensch, die anscheinend auch ja gar nicht so viel Interesse daran hat, weiter zu bestehen, denke ich manchmal. Also, ne? Also wenn ich sehe, wie sich doch die ein oder anderen verhalten oder ja, politische Entscheidungen, das dient jetzt nicht gerade dem Fortbestand dieser Spezie. Wie können Sie in der Kommunikation der Wissenschaft ohne diesen gehobenen Zeigefinger, du gehörst auf diesen Platz, das ist alles viel größer als du, das vielleicht so vermitteln? Das Einfachste, was ich tun kann, und das tue ich auch gerne als Wissenschaftlerin, ist diese Orte und die Faszination des Entdeckens, des Forschens, der besonderen Landschaften und des besonderen Lebens teilen, weil doch dieses selber hinblicken. Ich bin immer wieder begeistert davon, wenn Menschen, die mal selber jetzt aus touristischen Gründen ins Eis gereist sind, dass es ihnen so geht wie mir, diese weiße Landschaft, die wir zum Schwinden bringen, wenn man da mal drinnen war, dann fühlt man die anders, dann denkt man anders drüber nach und das Eis kann einen packen. In der Antarktis besonders, weil es da so mächtig ist, aber auch in der Arktis. Und manchmal, und da denke ich jetzt auch gerade in diesen Zeiten des reiselosen Daseins drüber nach, wie kann man auch da vorankommen? Also wie kann man eigentlich das Gute am Reisen fördern? Dasein, hinschauen, sich neu vernetzen, von der Vielfalt der Kulturen und des Lebens und der Landschaften Kraft sammeln. Und das Schlechte, nämlich die Zerstörung wegen des Reisens, die hohen CO2-Emissionen wegen des Reisens, das alles auch wieder loswerden. Ne? Und für alles das, das ist nur ein Beispiel, wir brauchen eigentlich für das, was wir lieben, was uns ausmacht, brauchen wir Lösungen, wie wir das fördern können und eben das andere loswerden. Das wollten Menschen aber ja eigentlich auch schon immer. Und die Frage ist, wie und wann gelingt uns das und kommt dann doch nur wieder das raus, was die Wissenschaftshistoriker sagen. Also eigentlich muss man immer erstmal auf die Schnauze fliegen, bevor es vorangeht. Ja. Der letzte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat beschlossen, unter anderem aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Biden ist jetzt wieder eingetreten. Ganz kurzen Abriss. UN-Klimaabkommen und Bidens Wiedereintritt in dieses Abkommen. Was versprechen Sie sich davon? Ja, das ist erstmal ein großer Impuls, natürlich zu wissen, dass jetzt China, Amerika, Europa klarere Ziele genannt hat. Nicht so schnell, wie man es gerne hätte für das, was wir als da draußen sehen, aber immerhin doch zum ersten Mal haben praktisch ganze Kontinente Ziele nochmal benannt, die sie schaffen wollen und auch Wege dahin. Und das ist das, was es braucht, das ist ganz klar und es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Es ist nur eben, es muss eben schneller gehen, das ist der Punkt, worauf wir weiter insistieren müssen. Man kann sich weiterhin nicht zurücklehnen und da geht es gerade in dieser großen Frage, was macht China in Zukunft, wie gehen wir überhaupt mit den chinesischen Ansprüchen und dem chinesischen System um, was aber in Klimazielen auch schnell vorankommt oder überhaupt in vielen Zielen schneller vorankommt als wir zum Beispiel. Und mir hat ein kluger Kopf mal gesagt, der Klimaschutz ist auch nur, und der Klimaschutz, den die Nationen oder die Kontinente so vor sich hertragen, ist im Grunde auch nur ein Wettbewerb der Systeme. Und das hört sich irgendwie bedrohlich an, aber es hört sich auch danach an, dass wir einfach für uns vorankommen müssen und auch die Chancen begreifen müssen, die da drin liegen, sich umzubauen. Ja, und sich auch als Teil dieses Systems zu begreifen und anzufangen mit dem großen, vielleicht abstrakten Systemwandel. Wir haben die klassische Frage, drei konkrete Dinge. Also ich kann mir vorstellen, dass vieles von dem, was wir gerade gehört haben, wird dem einen oder der anderen klar sein. Ich finde aber dennoch so prägnante Vorträge mit den Bildern und auch dem im positivsten aller Sinne Herzblut, den sie mitbringen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen jetzt da sitzen und sagen, okay, jetzt, die nächste Wahl ist noch ein bisschen hin, was kann ich jetzt machen? Drei konkrete Dinge. Was kann ich tun? Also ich als Individuum oder als Stiftung? Ich als Individuum. Lassen Sie uns mal die Stiftung mit reinnehmen. Ja, es ist eben so, dass wir ganz schnell als Menschen uns informieren können, was von dem, was ich tue, was meine Institution tut, kann weg, brauche ich nicht, kann ich anders lösen. Und dazu gibt es viel Beratung. Ich sage mal nur, seitens des Umweltbundesamts kann sich jeder für sich ausrechnen, sein Haus, das er bauen will, das Förderportfolio, das sie haben. Sie können es mal durchflöhen nach Aspekten von Nachhaltigkeit. Der Vorteil ist A, besseres Verständnis und B, auch die richtige Haltung zum Fördern. Das wird immer wichtiger. Also selbst Bescheid wissen,
transparent stellen, was ist mein Footprint? Ist der erste große Schritt, wie man vorankommt und sich vorzunehmen in meinem Förderportfolio, habe ich etwas für Klima, für Zukunft? Das kann ganz verschieden sein, es kann auch einfach kunstfördernd sein. Aber das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Der andere Schritt ist der Vernetzung. Herauszufinden, wen kenne ich denn noch, mit wem arbeite ich noch, mit wem kann ich mich zusammensetzen und aus den vielen kleinen Dingen etwas Größeres, einen größeren Schritt hinzubekommen. Da ist einiges unterwegs im Bereich auch der Klimastiftung direkt. Da ist aber auch einiges unterwegs in anderen Bereichen. Aber dieses Vernetzen, das ist ganz essentiell. Denn wenn wir Mehrheiten bilden, wenn wir zusammen vorankommen, dann wirkt das einfach viel größer. Drittens, mir bleibt immer nur noch zu sagen, dass der große Rahmen, weil es so noch so wenig Zeit ist, kann man nicht auf die langsamen Wege, die wir ohnehin gehen müssen, setzen, sondern es braucht schnelles, mutiges Handeln. Und da geht es dann ausschließlich um Politik, um politische Rahmensetzung. Und die Wirkung, die wir alle da drin haben, jenseits des Wählengehens, die ist wahrscheinlich jedem klar. Es hat damit zu tun, einzufordern, dass wir die Rahmenbedingungen haben, dass das umweltzerstörerische Handeln bestraft wird und das pflegende, nachhaltige Handeln für uns alle belohnt wird. Das ist das Einfachste, was wir einfordern können. Und hat jeder Wege, auf diese Verhandlungen, auf diese Netzwerke zu achten, dass es in diese Richtung geht. Ich nehme das als Schlusswort. Wir haben nämlich, liebe Teilnehmenden, eine Liste, die so lang ist an Fragen, dass wir gar keine Chance haben, da durchzukommen. Das freut mich ganz besonders. Also wir haben Fragen zur E-Mobilität, wir haben Tesla, die Grünheide, wir haben, was sage ich, Klimaleugnern. Ja? Und so geht die Liste hier weiter. Das heißt, Sie haben Interesse geweckt oder an bestehendes Interesse angeknüpft. Ich möchte gerne nochmal, weil Sie es gerade gesagt haben, tun Sie sich zusammen, vernetzen Sie sich. Und ich weiß, dass im Rahmen der Berliner Stiftungswoche normalerweise jetzt eine Stiftungsrede, Kontakte möglich sind, Austausch möglich sind. Nehmen Sie Frau Professor Boetius beim Wort, tun Sie sich zusammen, vernetzen Sie sich. Nehmen Sie vielleicht jetzt, auch wenn es online ist, das zum Anlass, nochmal eine Kollegin anzurufen, Kollegen anzurufen und zu fragen, hey, ich weiß, ihr macht was zu sozialem Wohnungsbau, ich mach was zu Wiederaufforstung, lass uns doch mal treffen. Und ich habe gesehen, Ihnen hat noch was auf den Nägeln gebrannt. Bitte. Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, für alle diese großen Fragen, wie geht das und wo kann ich diese Abbildung finden? Also wir geben jetzt von der Leopoldina den Next nochmal Klima-Factsheets heraus, wo ganz viele dieser Wissenszusammenhänge, wie man auf einen Blick eben das alles sehen und verstehen kann, wo das vorhanden ist. Es ist auch vom Deutschen Klimakonsortium auch eine Sammlung herausgegeben. Also was fehlt, ist, das alles runterzubrechen, auch noch mehr für die Schulen. Und ich habe neulich eine ganz tolle Anstoß bekommen von einer Frau, die gesagt hat, die einfache Sprache, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig barrierefreies Wissen geworden ist und bleibt, das Übersetzen in viele Sprachen, aber auch Wissen für diejenigen, die eben nicht zum Gymnasium gehen oder die auch andere Herausforderungen haben. Und da gibt es auch, da ist Hilfe vonnöten. Mhm. Und einfach etwas dafür tun, dass Wissen sich verbreitet in vielfältigen Formen, ist eine großartige Lösung, eine großartige Möglichkeit, sich auch direkt auszudrücken. Ich kann auch sagen, viel Rat, also viele der Umweltstiftungen, man kann vom DBU auf jeden Fall immer Rat bekommen, was gibt es alles und wo kann man sich hinwenden. Also ja, die Möglichkeiten sind da vielfältig. Ja. Also auch hier der Aspekt, niemanden zurückzulassen, leave no one behind, auch in der Kommunikation. Ja, also ja, wirklich. Also wir haben Teile unserer deutschen Gesellschaft, die das Wissen, die wissenshungrig sind, Kinder sowieso ja immer, aber für denen wir das Angebot nicht treffen aus der Wissenschaft. Und das ist mir in der letzten Zeit besonders aufgefallen. Und da sehe ich eine große Lücke, das können wir als Wissenschaftsorganisation nicht machen, da brauchen wir Unterstützung. Und dafür habe ich kein nicht so schnell ein Angebot gefunden. Ja, ja. Das war doch noch eine konkrete Aufforderung. Ein kleiner Arbeitsauftrag, machen Sie sich auf den Weg.
Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite und stellen Sie sich jetzt einfach kurz diesen Applaus vor, auch wenn Sie gesagt haben, es geht nicht um Sie, sondern um die Sache, dann nehmen Sie diesen gefühlten Applaus für die Sache mit und viel Erfolg weiterhin auf dem Weg, ja, Lobbyarbeit für unsere Meere und das Klima zu machen. Bleiben Sie der Stiftungswoche und den Stiftungen gewogen. Wir, glaube ich, werden noch viel von Ihnen hören. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank auch an Sie, ja, und die vielen, vielen Fragen. Bleiben Sie einfach dran. Ja, also wir haben jetzt viel Inspiration gehört. Bleiben Sie auf dem Weg. Und vielleicht haben Sie auch Inspiration bekommen für einen Vorschlag für das Thema der nächsten Stiftungswoche. Weil so wie ich das gehört habe, sind wir zwar in dieser Stiftungswoche, aber jetzt fangen schon langsam die Planung für die nächste Stiftungswoche an. Also sollten Sie einen Themenvorschlag haben, sollten Sie auf etwas gestoßen sein, melden Sie sich und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr mit ebenso spannenden Themen und einer ebenso spannenden Stiftungsrede wieder mit Ihnen gemeinsam in einem Raum sitzen können. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.